Hallo, meine liebe Nosy Rosies. Ja, ich bin's mal wieder nach langer, langer Zeit. Es ist so viel passiert in dieser Zeit, dass ich mir sogar Notizen machen musste. Und zwar habe ich mir da so ein paar Highlights rausgesucht, was alles passiert ist. Und zwar ist am 24.06. dieses Jahres ist für Schwule und Lesben ist es erlaubt, jetzt in New York zu heiraten. Ein Applaus erstmal dafür. Und ich habe ein ganz süßes Bild gesehen in der Zeitung von, ich glaube, sie sind irgendwie Mitte 70 oder vielleicht sogar noch älter, zwei Damen, zwei Ladies, die sich jetzt noch das Ja-Wort gegeben haben. Das fand ich also wirklich noch ganz gut. Vielleicht finde ich noch ein Bild, dann würde ich das euch noch zeigen. Ja, was war noch? Dann war noch der liebe Papst, war ja noch da gewesen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn knapp verpasst. Ich habe ihn eigentlich noch zum Kaffeetrinken eingeladen, aber hat abgelehnt. Komisch. Ich meine, was hat er schon in Berlin zu tun, ne? Und dann habe ich noch Lisha Haley rausgesucht. Und zwar ist das ja... Oh mein Gott, jetzt habe ich wirklich vergessen, wer das bei The L-Word ist. Die, also ich weiß schon, wer es ist vom Sehen her, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Wer, genau, jetzt schon mal eine Frage. Wer ist Lisha Haley? Bei The L-Word. Wie ist der Name von ihr da? Dann... Achso, ja, was ist überhaupt mit der passiert? Also eben, die war auf einer... bei einer amerikanischen Airline und bevor das Flugzeug gestartet ist, hat sie ihre Freundin geküsst. Dann kam die Stewardess und hat gesagt, so nicht, meine Lieben. Sie gehen jetzt sofort hier raus. Ich muss sie leider bitten, das Flugzeug zu verlassen. Und auf jeden Fall hat sie sich sehr aufgeregt, diese Lisha, und hat dann auch über Twitter das dann ihr durchgegeben, was ihr passiert ist und so ist es auch in die Medien gekommen eigentlich. Und die Fluggesellschaft hat sich dann noch entschuldigt, aber meinte, dass eben, hat das so erklärt, dass sehr viele Beschwerden gekommen sind von mehreren Passagieren, die sich belästigt gefühlt haben dadurch und es wäre eine Familien-Airline und Und sie hätten die beiden aus dem Flugzeug rausgeschickt, weil der Streit sehr laut geworden ist und da hätten sie es für besser, haben sie es für besser gehalten, dass man das am Boden klärt. Hört sich eigentlich auch ganz gut an, aber wir waren ja alle nicht dabei, oder doch? Zeugen bitte melden, dann können wir das Ganze noch mal ein bisschen objektiver anschauen. Ja, aber wir haben heute ein ganz anderes Thema. Mann, was erzähle ich eigentlich für einen Scheiß? Wir haben heute das Thema Lesbenfilme. Genau. Und ja, ich habe mir überlegt, ich kenne gar nicht so viele, aber ich war letztens im Kino gewesen, also letztens ist ein bisschen übertrieben, schon ein bisschen länger her, bei der L-Filmnacht. Ich werde euch auch noch die Homepage runter posten, damit ihr da mal gucken könnt, wo das die nächste L-Filmnacht in eurer Nähe ist, weil die zeigen immer ein sehr abwechslungsreiches Programm. Findet also, denke ich mal, jeder was mal so vielen ist, oder man geht einfach hin und lässt sich mal überraschen, weil ich hatte auch null Ahnung, was da so ist, nicht? Also was da so abgeht, was da für Filme laufen. Und ich habe einen gesehen, der heißt Mein dominantes Leben. Und auf Englisch heißt der My Normal. Ja, auf jeden Fall dieser Film. Ich habe erst gedacht, ich habe die Vorschau gesehen gehabt und ich fand irgendwie, es sieht irgendwie so ein bisschen billig aus. Also irgendwie, ja, eben man sieht da einfach so eine Domina und mir kam mir einfach ein bisschen komisch, seltsam vor. Und
Es hat sich aber dann herausgestellt, dass es gut war, dass ich doch in diesen Film reingegangen bin. Die Story ist kurz erzählt. Also, da ist einmal die Natalie und die wohnt in New York City und die hat einen bisschen komischen Beruf. Und zwar kann man das ja vielleicht schon anhand des Titels erraten. Ne? Ja, nein. Jawohl, Domina. Genau. Domina ist sie. Und ja, führt dadurch eigentlich ein sehr, naja, gutes Leben. Also es ist so, dass sie eigentlich wirklich Spaß an ihrem Beruf hat. Also so kommt es für mich zumindest drüber. Und naja, sie eben ihr Beruf, ja, ist halt eben, sie zieht ihre High Heels an, Strapsen und foltert dann aber eben, ja, die Männer. Und ihr macht das aber auch anscheinend Spaß. Ja, und dann, sie ist eigentlich sehr bekannt in der Lesben-Szene in New York und so. Und ja, sie ist lesbisch und niemand vermutet, dass sie in ihrer, naja, Freizeit ja nicht, in ihrem, dass sie auch Männer quält und so. Auf jeden Fall lernt sie dann mal eine kennen. Das ist die, ne, wo haben wir den Namen? Jasmine lernt sie kennen in einer Diskothek und ja, da fängt auch dann sowas wie so eine Beziehung an. Und wenn man eine Beziehung hat, dann redet man ja auch manchmal über Dinge wie, hey, was machst denn du sonst so? Und dann sagt sie, ja, ist ein bisschen schwierig, ich bin Domina. Ja, da ist die Jasmine erstmal ein bisschen geschockt und akzeptiert das dann aber eine Zeit lang und dann, sie kann dann doch nicht damit leben. Weil, ja, sie findet das irgendwas, also sie findet das Domina-Dasein etwas Schlechtes. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich das jetzt so erzähle, hört sich das vielleicht nicht gerade an nach der Story, aber es ist total witzig, der Film auch. Also sehr zweideutig und sehr immer mit einem gewissen Augenzwinkern dabei und so. Und schöne Bilder natürlich, also Natalie und Jasmine, die sind schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, und dann, was haben wir noch hier? Ach so, ja, ich habe eben mal nachgeguckt bei lesbischen Filmen, was da so alles aufgelistet ist. Da habe ich doch glatt gesehen, dass da grüne Tomaten aufgelistet ist. Fried Green Tomatoes. Grüne Tomaten. Kennt ihr vielleicht den Film? Ich habe den, glaube ich, auch sogar schon mal vorgestellt hier. Ich finde das immer so lustig, dass der unter Lesbenfilmen aufgelistet ist, weil ich finde, naja gut, es geht um zwei Frauen, ja. Aber meiner Meinung nach, ja doch, wieso nicht, wieso nicht. Aber ich finde, es ist jetzt kein typischer Lesbenfilm oder so. Es geht eigentlich um eine sehr starke Freundschaft zwischen zwei Frauen. Und ja, na gut, jeder kann sich seinen Teil dazu denken irgendwie, was da sonst noch war. Aber also für mich ist es einfach ein wunderbarer Film über eine Freundschaft zwischen zwei Frauen. Also wenn ihr grüne Tomaten noch nicht gesehen habt, Leute, heute Abend noch ab in die Videothek, sonst knallt's. Das meine ich ernst. Ja? Gut. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen albern heute. Aber ich hoffe, euch hatte gefallen meine Video. Und ja, ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare hier unten. Möglicherweise müsst ihr so tippen und so, dann einfach posten. Weißt du, mit dem Knopf und so drücken und mit Maus. Ja, ist alles kompliziert, aber ihr werdet das schon schaffen, nicht sicher sein. Ja, meine Lieben, das war es aus meinem kleinen Studio in Potsdam, Babelsberg. Nein, nicht ganz, aber Potsdam. Das Wetter ist scheiße, aber es ist gut,
weil dann kann ich ein bisschen mich an Schreiben machen, Arbeit und so. Hm? Das ist, muss immer positiv sein. So, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, ihr konntet dem Video was gewinnen und ich liebe euch sehr. Ich mag euch. Yo quiero mucho, muchísimo. Ay, mua, mua. Ciao, ciao.